Herzlich willkommen hier im Bewegtbild-Account vom Poughkeepsie Network. Heute wieder mal mit dem Audio-Gadget, und zwar ist es kein neues Produkt, es gibt schon ein Weilchen auf dem Markt. Es ist das Sennheiser Memory Mic für Smartphones, für Smartphone-Videografie, für Audioaufnahmen im Generellen. Ist ein sehr kompaktes, ihr seht es hier auch auf der, an meinem T-Shirt angemachtes, kleines Mikrofon, das euch Aufnahmen macht und euch unabhängig macht von der Kamera. Denn wenn man mit dem Smartphone unterwegs ist oder auch mit der Videokamera, jetzt hier im speziellen Fall logischerweise mit einem Smartphone, weil es ein Smartphone-Audio-Device ist, dann hat man immer wieder mal die Möglichkeit oder will man die Möglichkeit haben, sich ein bisschen weg von der Kamera zu bewegen, und man möchte dennoch einen guten Audiosound. Da gibt es Möglichkeiten von Ansteckmikrofonen, wo man dann ein langes Kabel hat zwischen der Kamera und der Person, die aufzeichnet. Das ist aber immer gefährlich, je nachdem, wenn viele Menschen unterwegs sind. Es gibt die Möglichkeiten von Funkstrecken, das widerspricht dann aber der smarten Lösung mit eben einem Smartphone, einem kleinen Telefon oder auch ein bisschen größeres Telefon in diesem Fall jetzt, und der Möglichkeit, Audio und vor allem Video aufzuzeichnen. Und da hat sich Sennheiser eben das Memory Mic ausgedacht und auch auf den Markt gebracht. Und ich habe mir das jetzt endlich auch mal angeschaut. In den letzten knapp fünfeinhalb Monaten habe ich es fleißig und ausgiebig getestet. Und ich muss sagen, bis auf ein paar Punkte bin ich wirklich begeistert von dem Teil. Und ich würde sagen, ich zeige es euch doch gleich mal, das Mikrofon selber. Übrigens, die Aufnahme heute passiert mit einem Lavalier-Mikrofon, direkt an einem Zoom-Audio-Device aufgezeichnet. Ich werde zwischendurch auch gewisse Passagen, die ich euch dann in der App zeigen werde, direkt mit dem aufnehmen und euch unten einblenden, wenn ich das Mikrofon wechsle, damit ihr auch den jeweiligen Audiounterschied hören könnt. Das Gadget selber ist, wie gesagt, kompakt, und das ist der einzige wirkliche negative Punkt, den ich habe. Das Teil ist wirklich klein, es ist aber auch gleichzeitig groß. Ihr habt es vielleicht vorher gesehen, wenn es hier am T-Shirt hängt. Das hat ein bisschen ein Gewicht, das hängt runter und es ist halt groß, respektive somit dann halt auch auffällig. Vor allem, wenn ihr dann noch einen Puschel oben drauf macht, kommt das Ganze halt dann schon von der Optik her ein bisschen groß. Aber braucht es natürlich, denn man möchte damit ja auch ein paar Stunden aufnehmen. Unten ist der einzige Zugang, den ihr habt, das ist ein USB-C-Port. Genial, so sollte es sein in der heutigen Zeit, zum Aufladen des Akkus, des integrierten. Hier ist der Ein- und Ausschaltknopf, gleichzeitig auch der Knopf, um das Ganze mit eurem Smartphone, funktioniert übrigens mit Android und iOS, zu verbinden. Und oben drauf habt ihr das integrierte Mikrofon, hier unter dieser Alu-Optik, beziehungsweise dem Grill, der das Ganze Mikrofon oder die Mikrofontechnologie schützt. Und wie vom Prinzip her halt ganz einfach, ach genau, hinten zum Anmachen, hier ist ein kleiner Magnet verbaut, den sieht man seitlich wahrscheinlich, genau, hier glänzt es ein bisschen, und hier drin ist Magnet, T-Shirt dazwischen und das Ganze hängt. Muss logischerweise natürlich nicht zwingend sein, dass das Ganze am T-Shirt hängt. Wenn ihr eine Interviewsituation habt oder auch mal die Umgebung aufnehmen möchtet, könnt ihr das kleine Gadget, das Memory Mic, einfach auch irgendwo hinlegen, wo es dann passt, und so das Audio mitschneiden. Verbunden wird das mit einer eigenen App, die nennt sich Memory Mic, und wenn die beiden verknüpft sind, dann seht ihr auch gleich, hier in meinem Fall habe ich jetzt noch 89% des Akkus, das heißt, ich kann 3 Stunden und 50 Minuten aufzeichnen. Ein voller Akku bringt mir etwa 4 Stunden, das habe ich jetzt in den Monaten nie komplett ausgereizt, aber immer längere Videos, längere Audioaufnahmen damit gemacht, und ich hätte nie sagen können, dass ich da nicht irgendwie in die Richtung gekommen werde. Also das passt von dem her. Einstellungsmöglichkeiten habe ich hier 3 an der Zahl. Die Empfindlichkeit, ich kann das Bluetooth verbinden und ich kann noch ein bisschen reinschauen in die ganzen, in den Batteriestatus. Ich kann das Firmware-Update einspielen. Ich kann bei der Videoqualität wählen, was ich da haben möchte, von 4K über HD, SD bis runter zu SD. Wer macht heutzutage noch Videos in SD? Aber es ist möglich, muss man, wer will. Und es gibt die Möglichkeit von Multi-Use. Es gibt
die Möglichkeit, das ganze Mikrofon zu teilen, und das ist auch eine coole Funktion an der Stelle. Bei der Mikrofonempfindlichkeit habt ihr drei Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen die geringe Empfindlichkeit, das ist, wenn laute Musik ist, an einem Konzert ist, viel Umgebungsgeräusche sind, dass das Mikrofon es mitschneiden kann. Es gibt die mittlere Empfangsqualität oder Empfindlichkeit, besser gesagt, dass wenn viele Menschen rundherum sind, wenn ihr irgendwie einen Vortrag oder etwas mitschneiden möchtet, oder die hohe Empfindlichkeit, das ist, wenn ihr ein Interview aufzeichnen möchtet, 1:1 oder mit 2, 3 Personen, das Mikrofon da in die Mitte legt, dann wählt ihr das jeweils, und unten habt ihr auch gleich immer schon einen Pegel, die seht ihr, der ist unterschiedlich bestückt. Im mittleren Bereich komme ich gut mal schon in den gelben Bereich hier. Das schaffe ich beim normalen, und ich bleibe jetzt extra gleich laut mit der Stimme hier nicht, weil eben es ausgerichtet ist auf laute Umgebungsgeräusche. Und das dritte ist dann eben das Gegenteil, da bin ich immer schon gleich im roten, weil hier ist das Mikrofon deutlich zu nah, respektive ich spreche für die Nähe des Mikrofons zu laut. Das ist, wie gesagt, wenn ihr das Mikrofon dann in die Mitte auf den Tisch legt. Für eine Aufnahme wählt ihr hier den mittleren Button, und dann habt ihr die Möglichkeit zu wählen zwischen Video und Audio. Ein reines Audio ist einfach, wenn ihr, ich kann sogar einen Podcast aufnehmen, eine Audiospur, eine Audionotiz an mich oder sonst einfach nur den Audiomitschnitt mitnehmen möchtet von einem Bewerbungsgespräch. Darf man das überhaupt? Ich nehme an, wenn man es sagt. Das ist ein blödes Beispiel gewesen von einem Gespräch mit Mitarbeitern, von dem kleinen Interviews etc. kann man nur das Audio mitschneiden, aber eben auch das Video. Und das funktioniert dann folgendermaßen, indem das hier, und da wechsle ich jetzt auch dann gleich auf den Modus des Mikrofons. Das heißt, jetzt werde ich das Mikrofon, den Ton vom Mikrofon hier einblenden. Oben seht ihr eigentlich gleich, wie lange das ihr noch aufzeichnen könnt. Ihr könnt dann eben ein Video aufnehmen, das Ganze, die Kamera natürlich wechseln, und somit habt ihr immer das Mikrofon hier. Hat den großen Vorteil, und jetzt halte ich das Ganze mal ruhig, stelle es hier hin. Jetzt werde ich auch auf Telefon wechseln. Sprich, ich nehme hier auf, und jetzt seht ihr den großen Vorteil dieses Mikrofons. Das Bild der Kamera bleibt stabil, wo es ist, und ich bewege mich mal einfach aus dem Raum heraus und verschwinde sogar, und die Audioaufnahme, die bleibt durchgehend gleich, weil ja, das, was aufgezeichnet wird, passiert hier direkt bei mir oder auf mir, wo ich es dann immer auch trage, und nicht auf dem Smartphone. Und das ist eben der große Vorteil von der Lösung. Wenn ich das Ganze jetzt auf Stopp drücke, eine Audioaufnahme fertig habe, kann ich oben hier noch die Session beenden, und dann werde ich gefragt, ob ich die Aufnahme hier auf dem Mikrofon löschen mag oder ob ich das Audio synchronisieren will. Logischerweise möchte ich das Audio synchronisieren, dann wird kurz zwischen Smartphone und Mikrofon eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut. Wenn die beiden verbunden sind, wird eine WLAN-Verbindung aufgebaut, eine Ad-Hoc-Verbindung, und dann wird das Audio runtergeladen. Das funktioniert recht fix hier. Wie ihr gesehen habt, war natürlich auch nur 1 Minute und 9 Sekunden. Wenn das natürlich längere Aufnahmen sind, braucht das auch ein bisschen länger. Wenn das jetzt passiert ist, könnt ihr die Audioaufnahme öffnen, besser gesagt die Videoaufnahme öffnen, und dann kommt die coole Magie eben des Mikrofons. Ihr könnt ihr euch entscheiden, möchtet ihr den Ton vom Smartphone haben oder möchtet ihr den Ton vom Mikrofon haben. Und das passiert hier unten mit dem Slider. Jetzt, das ist der große Vorteil von dem Mikrofon, das fix an mir bleibt. Es ist quasi wie eine kleine Funkstrecke, die ihr unterwegs auch nutzen könnt und mal euch ein bisschen vom Smartphone entfernen könnt. Das macht dann vor allem Sinn, wenn ihr natürlich zu zweit seid, jemand das Smartphone hält und jemand im Bild ist. Und so kann man dann gezielt damit spielen, mit Distanzen, unterschiedlichen Distanzen, mit gleichbleibender Tonqualität. Und für das ist das Memory Mic wirklich toll geeignet. Wer also den Einsatzgebiet hat, Vlogs macht, Videos macht von Ferien, kleine Firmenvideos machen möchte oder was auch immer und sich nicht viel Audio-Software anlegen möchte, nicht irgendwelche Audio-Interfaces in klein, in groß,
nicht irgendwelche Funkstrecken oder so zulegen möchte, der sollte sich das Memory Mic wirklich mal anschauen. Ein Testbericht dazu, www.pokipsi.ca, wird unten eingeblendet und ist natürlich auch im Text unten mit rein verarbeitet. Geht da, lest euch rein, wenn es euch interessiert. Da gibt es auch Bilder dazu und eben das Video, das ihr hier gerade schaut, macht viel Sinn. Das schaut ihr ja schon. Aber auf jeden Fall habt ihr damit tolle Möglichkeiten, ein Video aufzuzeichnen. Insgesamt mag das Mikrofon knapp 4 Stunden Audio aufzeichnen. Das mag für den einen oder anderen nicht nach viel klingen. Wer viel Vlogs macht, wer viel in den Ferien unterwegs ist oder viel am Reisen ist, für den könnte das über einen ganzen Tag gesehen knapp werden. Aber hey, was haben wir hier unten dran? Ein USB-C-Port. Ein USB-C-Kabel hat man heute überall mit dabei. Man hat eine Powerbank mit dabei, stöpselt das Ganze da an, während man es nicht braucht. Und schon hat es wieder mehr Akku und ihr könnt länger aufzeichnen damit. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich immer eine Powerbank mit dabei in Kombination mit dem, weil ich so das Ganze unterwegs aufladen kann, wenn ich dann da mal an die Grenze komme. Aber wie gesagt, ich bin bis jetzt noch nicht wirklich an die Grenze gekommen damit. Das war mein kleines, aber jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen länger gewordenes Video zum Memory Mic von Sennheiser. Schaut euch das Produkt an und wenn ihr mögt, es gibt nächstens hier im Kanal weitere Audio-Gadgets. Ich werde euch noch Funkstrecken vorstellen, ich werde euch Handmikrofone vorstellen, in Kombination mit Audio-Interfaces von verschiedenen Marken etc. Und es gibt auch diverse andere Gadgets, logischerweise, auch im Archiv hier im Kanal. Schaut doch mal vorbei. Abonniert den Kanal, wenn ihr mögt, Daumen hoch oder runter, je nachdem, wie es euch beliebt. Und wenn ihr Fragen habt, bitte benutzt die Kommentarfunktion. Ich würde mich freuen. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Das ist schon süß. Ja? Süßes kleines Ding. Ach ja, hier oder wo auch immer, gibt es auch ein zusätzliches Video und einen Abonnier-Button. Da oder da kommt er da. Dürft ihr natürlich drücken, wenn ihr mögt.